Jo, moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja, in der letzten Folge haben wir tatsächlich noch nicht alles abgeschlossen. Wir haben die ganze Stadt erkundet, wir haben jetzt alle Truhen eingesammelt, wir haben alle Shanties geholt. Hätte ich nicht gedacht, dass wir tatsächlich in der kompletten Folge die 10-11 Truhen haben, wobei ich glaube ein oder zwei waren ein bisschen schwer zu finden. Wobei ich habe sie dann später weniger komplett übersehen, aber ist halt so. Da können wir also tatsächlich heute in der Mission, in der Folge, wo ich eigentlich noch gedacht hätte, okay, wir müssen noch ein bisschen was erkunden, mit der Hauptmission loslegen und uns hier dem Teil widmen. Los geht's. Wir stellen ein. Bei Gott, was sehen meine trüben Augen? Komm her, trink mit uns. Guten Morgen. Ahoi, Kenway. Wer ist das? Adewale, Quartiermeister der Jackdaw. Jackdaw? Du hast deine Brig nach einem lausigen Vogel getauft? Ade, diese Herren sind der größte Teil unserer wachsenden Konföderation hier. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kitt. Du lässt ihn eine Muskete tragen? Frieden, Ben. Ade rettete mein Leben. Und nun suchen wir nach einer Crew, um ein Schiff zu bemannen. Nun, es gibt zahlreiche fähige Männer. Nur sei vorsichtig. Vor zwei Wochen kam eine Schiffsladung englischer Seeleute an und fühlt sich nun auf, als würde ihnen hier alles gehören. Gut. Vielleicht kann ich wen anheuern. So, die Crew der Jackdaw. Die Anzeige repräsentiert die Stärke ihrer Crew. Ihre Crew ist eine essentielle Ressource, mit deren Hilfe sie gegnerische Fische plündern, Schiffe plündern können. Für größere Schiffe benötigen sie auch eine größere Mannschaft, um sie zu entern. Es gibt zwei Möglichkeiten, neue Besatzungsmitglieder anzuheuern. Sie können Seeleute in einer Taverne anheuern und sie können Piraten in Not helfen. Also diese quasi diese immer wieder aufploppenden Nebenmissionen. So, wir sollen Piraten rekrutieren. Schick alle Männer, die du findest, zur Jackdaw. Gib ihnen Arbeit. Danke, Ade. So, gut. Wir haben Nebenmissionen. Das heißt, wir haben einige Sachen jetzt zu helfen, zu tun. 1, 2, 3. Oh, warte mal, sind es überhaupt 4? Okay, ja, ja. Machen wir erstmal Piraten. Umso mehr Leute, umso besser. Wir können 15 Mann uns. Ich gehe sicher nirgendwo mit dir hin, du Lustknabe. So. Geschafft. Danke. Kenway, richtig? Ich bin auf eurer Seite. So, weiter geht's. Hier. Da habt ihr sie denn mal alle? You've no reason to be scum. You slippery bastard. So, jetzt war gut jetzt hier. So, warte mal, wo sind die Piraten? Wo sind die bei gerade? Haben wir nicht schon mal? Ach, die haben sie alle getötet. Die Säcke! Nur mein kalter, toter Kadaver wird sich dir je beugen. Da. Ja.
geschafft. Gracias, meinen Dank. Mein Leben gehört euch, Capitano. Nummer 2 wieder. Das heißt, wir brauchen insgesamt 15 Leute. Wir müssen jetzt gucken, dass wir wieder ein paar mehr holen. Im Idealfall so viele wie möglich retten, auch vor den Feinden. Das werden wir jetzt auch tun. Brauche ich mal irgendwann neue Schwerter, ne? Bisschen stärkere. Moin. Ich töte mal gerade kurz eben eure Leute, ne? Ist das nicht... Das hat er gar nicht mitgeschnitten gerade, ne? 4 Mann. Das hat er gerade gar nicht mitgeschnitten, dass ich da hoch bin. Nehme ich mit. So. Uns fehlen jetzt noch 2 kleine Teile. Dann machen wir das doch. Klappt als nächstes. Das ist über uns. Kannst überhaupt nichts machen mit deiner Waffe. Wieder 2 neue. Uns fehlen jetzt noch 3. Dann machen wir das doch. Ich brauche nichts mehr. Ich weiß nicht, wen ihr sucht, aber bei... Haben sich fast schon alleine den um die Glocken. Captain Hemway, gerade rechtzeitig. Wir sehen uns an Bord. So, fehlt uns noch einer. Und der befindet sich hier oben. Ja, ist so. Ach, wer nach oben, wer nach rechts, welche... Ja, komm, kümmern wir uns darum. Scheiß drauf. Muss man sich. Wir müssen ja jetzt eh nicht ins Sperrgebiet. Wir müssen nicht unnötig ins Sperrgebiet rein. Dementsprechend werden wir das heute jetzt hier erledigen. Wenn du es auf die harte Tour willst, dem kommen wir gerne nach. Hallo? Nee, da ist noch einer. Ah, wollte gerade sagen. Danke. Kenway, richtig? Ich bin auf eurer Seite. So, wir sollen die Hinrichtung erreichen. Wachen, waffnen und töten. Ich habe nicht die zweite Mission gesehen. So, dann gehen wir nochmal zur Hinrichtung. Die ist... Moment. Ich kann mich genau noch dran... ja, doch, ich kann mich doch ein bisschen dran erinnern. Ist das hier das? Piratenritten? Nee. Was sind die? Ist das hier, wo wir hin müssen? Doch, scheinbar. Doch, das muss das sein. Weil das ist das Einzige, was da noch vorne fehlt. Genau, da kann ich mich noch dran erinnern, dass wir das mal gemacht haben. Oder dass ich das mal gemacht habe. Ich habe das mal im Let's Play, glaube ich, entweder gesehen oder gemacht. Wie auch immer. Wir sind mitten im Schwergebiet, das lassen wir jetzt gerade mal so sein. Scheiße. Ja, ja. Kann ich mich jetzt gerade mal... Ja, da, Dankeschön an die Jungs, die mich jetzt gerade da komplett abgefuckt haben. Die mir gerade tatsächlich mal eben... Ja, meinten, ich könnte mal den Jungen, könnte mal den Team mit der Erlaubung. Ich bin auch mit einem Schwergebiet gerannt. Abgesehen davon. Waffen und Töten, Piraten... Das soll ich jetzt Piraten retten.
Captain Kenway, kommt schnell. Soldaten haben einen Mann in Eisen gelegt und wollen ihn hängen. An den Händen dieses Piraten. Allez, on y va. Ich muss jetzt gerade ein bisschen... Nein, was? Was? Wieso bin ich gestorben? Der hat bestimmt jetzt... Ah, okay. Ja, warte, doch, der hat mich erschossen. Ich dachte mir, ey, warum bist du jetzt gestorben? Oh, der hat mich auf... Scheiße. Weiß ich nicht, der Gedanke dahinter. Ich wollte nämlich jetzt erstmal... lass mal die in Ruhe jetzt gerade. Ich hab schon gesehen, ja. Geil. Umso mehr ich mitnehme, umso besser ist es. Nein, ich habe keine Dings mehr. Da geh ich auf Senke jetzt. Mann! Ich muss dir am Rücken noch ein paar Hiebe mitgeben und dann ist dein Verbündeter eh tot. Wachen in Waffen und töten. Du sollst schießen und Piraten retten. Ja, ich will zu viel. Was ist das Problem? Okay, warte mal. Pistolen. Jetzt machen wir noch etwas. Kann ich den nicht töten direkt denn? Captain Kenway, ja, komm ja. Schnell. Soldaten haben einen Mann in Eisen gelegt und wollen ihn hängen. Dieses Piraten klebt das Blut vieler Unschuldiger. Warte mal, mach es anders. So vieler. Catch it! Komm her jetzt hier! So, das haben wir geschafft. Tot. Jetzt dafür steht jetzt. Weil der Streckschütze mich auf dem. Ah. Weil der Streckschütze mich auf dem Schirm hat, oder was? Gut. So, geschafft. Der nichts damit zu tun hat, der Schütze. Nicht mehr lange und gut gemacht, Edward. So, geschafft. So, ab zur Taverne. So, ab zur Taverne, damit wir weitermachen können.
Auch unser konventioneller Weg, aber wir machen es schon irgendwie. Jetzt sind wir in der Taverne. Nun segelst du sicher dorthin, wo fette Beute wartet. Kennst du einen Ort namens Observatorium? Ei, eine alte Legende, wie Eldorado oder dieser Jungbrunnen. Was hast du gehört? Es ist wohl ein Tempel oder ein Grab, mit irgendeiner Art Schatz darin. Sieh mal, das ist es. Rotz! Dann sind dir Märchen also lieber als Gold, oder? Es ist mehr wert als Gold, Dutch. 10.000-mal mehr als alles, was wir von spanischen Schiffen erbeuten. Den König berauben, um Arme zu speisen, das ist unser täglich Brot hier. Das ist keine Beute, sondern Fantasie. Ah ja, okay. Ich habe jetzt tatsächlich die Wachen nicht entwaffnet getötet, aber ist egal. Wir haben es trotzdem hingekriegt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag und dann gucken wir mal, was uns als nächstes erwartet. So. Okay, da kam noch ein kleines bisschen danach. Ich wollte das kurz wegdrücken. Aber jetzt, für uns ist heute... Aber warte mal, wir können ja noch mal was gucken. Wir können ja noch mal gucken, was tatsächlich jetzt mittlerweile so die Jackdaw ein bisschen upgraden dürfen. Weil die nächste Mission heißt ja dann Prisen und Plünderung. Aber das machen wir nicht jetzt, das machen wir mal in der nächsten Folge. Aber ich möchte gerne noch ganz kurz dieses kleine Ding an Insel. Und ich kannte das Lied tatsächlich, was die gerade gespielt haben. Ich höre nämlich zum Beispiel auch die Band Santiano, das ist ja auch wieder hat mit Seemannsmusik und Piraten und sowas zu tun. Da sind ein paar bekannte Sachen dabei und das war bekannt. Ja, wir dürfen! Oder? Frachtverbrauch. Erstmal Zucker weg, den wir immer erbeutet haben und den Rum, den wir verkaufen. So, 21.000. Ja. Weg damit. Iguana-Leder. So, jetzt möchte ich gerne... You have my thanks. Darf ich jetzt? Oder? You'll want nothing but can be found here, sir. Jetzt guck ich gerade, ob wir noch was für Schiff kaufen. Okay, das perhaps nicht. Anon. Warte mal, ich guck mal gerade, ob ich zum Hafen... Gemischwandern. Hab kurz für Edward kaufen. Hab kurz für die... Warte mal, hä? Tue ich jetzt für die Jackdaw oder was? How might I find your favor today? Ich würde gerne mal noch was für die... kaufen. Jackdaw Upgrades, das war der Plan dahinter, ja. Rumpfausbau. Ja, ich komme nicht weiter. Ich hätte ein paar Sachen dabei, aber... Warte mal. Mörser. Oh ja. Gekauft. Mörser. Stärke der Drehbassen, wir bräuchten Metall. So, dann haben wir ja schwere Kugeln. Und nochmal schwere Kugeln. Stärke der Feuerfässer, kaufen. So, die Tauchglocke. Okay, das müssen wir jetzt freischalten. Lagerung, Schauung. So, gucken. Wir haben leider noch nichts. Ich kaufe eine Habune. Oder die Stärke. So, dann machen wir das auch direkt. Gut. Haben wir plus 10 geholt. Ja, komm. Ganz viele Habunen. Haben wir den Lagerraum nämlich auch voll. Aussehender-Detektor. Was haben wir denn? Qualionsfigur, die haben wir ja... Die habe ich auch gefunden. Da brauchen wir auch wieder Holz, ne? Ja, ohne Ende Holz. Was haben wir denn hier? Ja, gut. Wir brauchen jetzt nicht...
Naja, wie dem auch sei. Munition kann man nochmal auffüllen. Koffer, schwere Kugeln für den Fall das. Feuerfässer, ich bin zwar nicht der Fan davon, aber nehmen sie mit. Und wir nehmen die Mörsergeschosse mit. Die haben wir auch sogar viele. Alles klar. Gut. Jetzt aber ist da mal Ende. Oh, schwere Kugeln. Richter verheerende Schande beim Gegner und alles auf Kurzdistanz. Da sind sie mit R zur Seite und drücken sie R2, um zu schießen. Okay. Wir haben neue Upgrades für die Jackdaw gekauft. Business well concluded. So. Schiff ausgebaut, Standardmörser. Normale schwere Kugeln erworben. Wir haben neue Upgrades geholt. Genau, verbesserte schwere Kugeln haben wir gemacht. Damit war halt ein bisschen. Verbessertes Feuerfass haben wir erworben. Also, wir sind jetzt gerade ein bisschen dabei gewesen, unser Schiff aufzurüsten. Aber jetzt, liebe Leute, mache ich Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit der Hauptmission da hinten, die uns dann irgendwann ansteht.